Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal der Profi-Amateur. Ich bin der Alex, das ist der Tops und heute dreht sich alles um BMW. Was machen wir genau, Tops? Genau, heute zeigen wir euch, wo bei BMW sich der Sicherungskasten befindet und welche Sicherung für was ist und geben euch einfach ein paar Infos dazu. Viel Spaß beim Zusehen. So, der Sicherungskasten bei BMW-Fahrzeugen befindet sich meist im Kofferraum. Deswegen sind wir jetzt auch schon mal hier hintergegangen. Der Kofferraum ist geöffnet und man nimmt einfach diesen Unterbodenschutz hier ab. Und dann ist man eigentlich schon direkt da, wo man hin will. Der Sicherungskasten auf der rechten Seite. Ganz hier hinten, wenn ich mich jetzt mal ganz lang mache, ich habe zum Glück ganz lange Arme, da komme ich dahin. Bei der Limousine etwas schwierig. Findet sich so ein ganz kleiner, sehr kompakter Plan über die Sicherungen. Da könnt ihr euch dran orientieren. Okay, anhand von dem Symbol könnt ihr eben ja, in vielen Fällen auch nur vermuten, was es bedeutet. Aber euch auf jeden Fall grob orientieren, welche Sicherung für was zuständig ist. Zum Beispiel hier Scheibenbücher oder Heizung, welche auch Heizung auch immer damit gemeint ist. Wahrscheinlich die Heckscheibenheizung, schätze ich jetzt mal. Das Wischsystem und die Klimaanlage und alles weitere eben. Und anhand der in der nebendran stehenden Spalte befindlichen Nummer könnt ihr eben dann sehen, welche Sicherung gemeint ist. Und dann kontrollieren, ob die entsprechende Sicherung eventuell kaputt ist, falls irgendwas nicht mehr funktioniert, um das dann eben einfach schon mal ausschließen zu können, weil oftmals ist es einfach die Sicherung. Genau, hinten sehen wir dann nochmal eine kleine Übersicht, und zwar über die Aufteilung im Sicherungskasten nach der Sicherungsnummer. Hier unten eben, das ist das, wo wir gerade sind, am Heck, da sieht man, der Pfeil deutet hinten an die Position, wo der Sicherungskasten ist, das heißt, dieser Sicherungskasten ist so aufgebaut. Und die Nummern sind entsprechend angegeben. Es gibt aber noch mehr Sicherungskästen, wie ihr hier seht. Und zwar einen noch vorne in der Motorhaube. Lasst euch hier nicht verwirren. Hier geht es nur darum, ob das jetzt eben ein rechtsgelenktes Auto oder ein linksgelenktes Auto ist. Da es befindet sich eben immer auf der gegenüberliegenden Seite. In unserem Fall, wir fahren auf der linken Seite. Das heißt, der Sicherungskasten ist hier vorne auf dieser Position. Solltet ihr diesen Zettel nicht zur Hand haben, falls er vielleicht bei euch fehlt oder so, dann könnt ihr auch online nachschauen. Meistens findet man das in irgendwelchen Foren. Und genau, ansonsten könnt ihr auch bei eurem Händler nachfragen, ihr bekommt bestimmt sicher einen neuen. Genau, das Ganze ist übertragbar auf verschiedenste Modelle. Das ist jetzt hier beim 3er F30 eben, aber bei BMW, wie gesagt, meistens der Sicherungskasten, einer im Kofferraum, meistens noch einer im Motorraum. Und einfach schauen, wo ist er bei euch, die Übersicht zur Hand nehmen und schon seid ihr eigentlich am Ziel. Eventuell die Sicherung mit der beiliegenden Gabel einfach rausziehen, wechseln, nachschauen, ist er noch ganz oder nicht. Und dann seid ihr schon fertig. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich bedanke mich bei euch. Bis zum nächsten Mal hier auf dem Kanal der Profi-Amateure, euer Tops.